Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Rückgabe dreier beschlagnahmter Kriegsschiffe durch Russland begrüßt. Die Schiffe wurden kürzlich in neutralen Gewässern des Schwarzen Meeres übergeben. Nach einer Inspizierung klagte Selenskyj allerdings über verschwundene Ausstattung. Ein Teil der Ausrüstung fehlt. Ich habe den Zustand überprüft. Wir werden eine Untersuchung einleiten. Wir werden mehr darüber herausfinden und Russland bitten, alles, was fehlt, zurückzugeben. Die russische Küstenwache hatte die ukrainischen Schiffe samt der Crews vor rund einem Jahr in der Meerenge von Kertsch festgesetzt. Die Halbinsel Kertsch ist das östliche Ende der Krim, die sich Russland 2014 einverleibt hatte.